Der Glaube der Götter. Die Woche verrannte wie im Flug und die drei Helden arbeiteten alle auf ihre Art und Weise an dem Frieden. Ominissos bereitete mit großer Unterstützung des Königs Bastus, der ihm so viel Baumaterial und Männer gab, wie dieser wollte, seine ehrgeizige Taktik vor. Während Heracmarcus sich diplomatisch an König Primatus wandte und sich redlich mühte, diesen zur Einsicht zu überzeugen. Dem liebestrunkenen Pan Faulus musste sich Heracmarcus jedoch auch widmen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Doch bei beiden errang er keinen Erfolg und auch die Gelehrten konnten dem keine Abhilfe verschaffen. Grübelnd und den Geist zermarternd verbrachte Heracmarcus seine Zeit, sich im Denken zu üben, was nicht gerade seine Königsdisziplin war. Zwar war er nicht ungebildet, jedoch ließ er sich nur selten von seinem Kopf statt von seinem Herzen leiten. Ein Wesenszug, der ihn zu einem guten Menschen, jedoch aber nur zu einem mittelmäßigen Denker machte. Hierbei musste er an die Worte seines alten Lehrmeisters denken, welcher oft zu ihm sprach: Lehre dein Herz, nicht dein Verstand. Wissen ohne Weisheit ist wie ein Dach ohne Haus darunter. Mit solchen Gedanken erreichte ihn ein Bote vom Stadttor, der ihn zu diesem bat, da dort der König auf ihn wartete. Er sollte sich beeilen, offenbar ging es um etwas sehr Wichtiges. Ein Blick zu Pan Faulus, der verträumt auf dem Bauch lag und an Gaelena dachte, ließ für Heracmarcus den Schluss zu, dass er diesen wohl kaum benötigen würde und dass er auch ohne ihn gut klarkommen mochte, saß er sein zugewiesenes Zimmer in dem ehemaligen Seminar verließ und dem Boden zum Stadttor folgte, auf dessen Mauer der König mit einer Delegation Bogenschützen wartete. Heracmarcus trat über eine angelehnte Holzleiter auf die Mauer, zwängte sich durch die Bogenschützen zum König durch und sprach dann zu diesen, als er endlich angekommen war: Ihr wolltet mich sprechen? Ja, ich würde gern eure Meinung hierzu wissen, erwiderte der König skeptisch. Heracmarcus folgte dem Fingerzeig Primatus vor die Stadttore, wo ein Zauberwürfel in Höhe der Tore stand, aufgebahrt auf 4 Rollen, an den Ecken und umgeben von etwa 2 Dutzend spartanischer Soldaten, welche ihn geschoben hatten. Am Strand ruhte ein offenbar unbeladenes Kriegsschiff der Spartaner. All dies hat Heracmarcus gar nicht mitbekommen gehabt, weil er so schnell zum König geeilt war. Verwundert betrachtete er den Anblick, als der König ihm erklärte: Die spartanischen Soldaten sagten, dass sie gehört hätten, dass ich von den Zauberwürfeln angetan sei und dass mein ehemaliger Freund Spastus mir vergeben und Frieden einkehren lassen möchte, weshalb er mir zum Dank hat, diesen riesigen Zauberwürfel hat bauen lassen. Was ratet ihr mir zu tun? Glaubt ihr, er meint es ehrlich mit mir? Nun, wenn man möchte, dass einem vergeben wird, so muss man selbst vergeben können. Ich würde euch raten, das Geschenk anzunehmen. Damit zeigt ihr schon einmal guten Willen, was ein großer Schritt in Richtung Frieden ist. Ich meine, was soll so ein großer Zauberwürfel schon ausrichten? Zur Not kann man ihn ja noch immer zerlegen und das Holz anderweitig nutzen, entgegnete Heracmarcus versöhnlich. Ich denke, ihr habt recht. Wir können dann ja immer noch abwarten und darauf hoffen, dass die Angriffe ausbleiben. Immerhin ist Spastus ein Ehrenmann. Und auch wenn wir Feinde sind, so wohnt uns doch beide die freundschaftliche Vergangenheit inne, bestätigte der König. Er drehte sich so, dass er gelassen zu den spartanischen Soldaten herabblicken konnte, die schon auf eine Antwort warteten, und sprach heroisch: Ihr wolltet wissen, ob ich Spastus Friedensgeschenk annehme. Ich habe mich bedacht und kann es euch nun mit großer Freude verkünden. Ja, mit großer Freude nehme ich dieses Geschenk als Beginn einer neuen Zeit des Friedens an. Richtet eurem König meinen Dank aus und sagt ihm, dass seine Großzügigkeit nicht unbelohnt bleiben wird. Mit diesen Worten winkte er seinen Soldaten an den Kurbel zu, das Gatter öffnen zu lassen, welche sich sogleich Bewegung setzen und die Tore aufkurbeln. Als die troneinischen Soldaten aus dem Tor traten, wichen die spartanischen zurück und begaben sich zu ihrem Kriegsschiff, um mit diesen abzulegen, während die Troneiner das Gebilde durch das Tor schoben und in wenig Abstand auf einen Aufmarschplatz in der Nähe des Tores platzierten. Sogleich untersuchten sie es, klopften mit ihren Schwertern dagegen und suchten nach etwaigen Hebeln, magischen Runen und sonstigen möglichen Mechanismen, welche das Gebilde wohl beherbergen mochte, doch nichts war zu finden. Eine Klappe, ein Hebel oder dergleichen wäre auch sehr auffällig gewesen für eine vermeintliche Falle. Die Soldaten unterrichteten den König derweil, dass sie die Inspektion durchgeführt hatten und nichts Verdächtiges gefunden wurde,
dass der König sich vergnügt die überdimensionale Abbildung seines Lieblingsspielzeuges betrachtete und zugleich feststellte, dass die Seiten ungeordnet waren und die Farben völlig vermischt schienen, sodass er sprach: Ach, ich kann es kaum erwarten, den zu lösen. Wenn nun endlich Frieden herrscht, werde ich wohl auch Zeit dafür finden. Heracmarcus freute sich für den König, auch wenn ihm seine Intuition warnte. Doch er schob dieses Gefühl beiseite und verließ sich dieses Mal auf seinen Geist, der ihm befahl: Mach dir keine Gedanken, die Soldaten haben das Vehikel untersucht und nichts gefunden. Vielleicht kehrt wahrlich bald Friede ein. Doch schon kommende Nacht sollte er es bereuen. Auf den Mauern waren immer noch Bogenschützen positioniert, die auf das Meer hinausstarrten, um mögliche Angreifer frühzeitig zu erkennen. So merkten sie nicht, wie sich der riesige Zauberwürfel langsam drehte und die Farben sich Seite für Seite wieder in Ordnung brachten. Als alle Seiten ihre Farben in Ordnung gebracht hatten, klappten die einzelnen Würfel langsam auseinander und offenbarten das, was jeden noch so guten Spieler bei einem Zauberwürfel stets verborgen bleibt: das Mittelstück. In diesem befanden sich gut 2 Dutzend spartanische Soldaten, welche sich hinausschlichen und so den Blick auf eine komplizierte Maschinerie aus Hebeln und Bändern offenbarten, mit denen sie von innen heraus die Seiten rotieren ließen, bis sie den Verschlussmechanismus durch das Zusammenführen der Farben geöffnet hatten. Langsam schlichen sich die Soldaten unbemerkt zu den Holzleitern, die an die Mauer gelehnt waren, und kletterten an diesen empor, um nach und nach lautlos die obig stationierte Wache auszuschalten. Als sie dies geschafft hatten, schwangen sie mit Fackeln Symbole in die Luft, welche einem großen L in Kalligraphie glichen, während die übrigen Männer langsam die Kurve betätigten, um die Tore zu öffnen. Durch die Fackelzeichen aufmerksam gemacht, merkten die Kapitäne der Kriegsschiffe, die sich im Verborgenen gehalten hatten, indem sie ausreichend Abstand zu der Insel gewahrt und alle Lichter gelöscht hatten, dass es Zeit für den Angriff war, und ließen sogleich Segel setzen, um nur wenige Minuten später an Land zu gehen und ihre große Streitmacht an dieses zu bringen. Die Tore waren nun unbewacht, und so strömten die Soldaten unter der Führung von Ominousos ein und setzten die Gebäude mit Fackeln in Brand, was sofort Panik auslöste. In der schimmernden Nacht verblasste das gutmütige Licht der Sterne durch das zerstörerische Flammeninferno, was die Soldaten hinterließen. Es dauerte nicht lange, dass die troneinischen Soldaten auf den Angriff aufmerksam wurden und auf den Gegner zustürmten, moralisch geschwächt, wohl wissend, dass ihre Siegeschancen gleich null waren, doch mit wortwörtlich angeheizten Kampfgeist durch die Flammen, die ihre Stadt und ihre Familien bedrohten. So kämpften sie todesmutig und erbarmungslos, was sich anfänglich auch bemerkbar machte, indem sie die Stellung am Markt nahe der Universität trotz gegnerischer Überzahl halten konnten. Heracmarcus und Panfaulus wurden von dem Kampflärm geweckt und griffen sofort zu ihren Waffen, der eine um des Friedens willen, der andere wegen dem schönen Antlitz einer Frau, und gemeinsam rannten sie hinaus und sahen, wo überall gefochten wurde, zwischen flammenden Häusern und einstürzenden Gebäuden. In der Mitte des Marktes hatte sich eine Front gebildet, auf der Spartaner und Troneiner aufeinander trafen. Sofort eilten die beiden Helden dorthin und brachen wie eine Kavallerie inmitten der generischen Infanterie herein. Kunstvoll und elegant wirkte Panfaulus, wie er bückend, springend und salzschlagend den Angriff aus sich und zugleich mit seiner Sichel die Gegner um sich herum dezimierte. Viel abenteuerlicher hingegen war Heracmarcus Kampfstil. Durch seine große Kraft warf er die Gegner durch die Reihen, welche eine kleine Schneise hinter sich herzogen, ehe sie nach etwa 1 Dutzend Metern endlich zum Erliegen kamen. Auch spektakulär wirkte es, wenn er sie in hohem Bogen in die Luft schleuderte und sie, ein Katapultgeschoss gleich, inmitten ihresgleichen landeten und einen kleinen Krater der Verwüstung hinterließen. Hätten sich die Lücken nicht sofort mit neu anströmenden Soldaten, ein Ameisenhaufen gleich, geschlossen, so hätten Historiker vielleicht aus der Luftperspektive die Grundzüge von Kronkreisen erkannt. Natürlich kämpfte der Held auch mit seinem kleinen, tauglichen Begleiter, dem Gladius, doch dieser wesentlich unspektakulärer. Nach einiger Zeit merkten die beiden, dass die Troneiner mehr und mehr zurückgedrängt wurden. Vor allem auf der Hauptstraße schienen sie zu schwächeln, weshalb Heracmarcus rief: Panfaulus, wir müssen zur Hauptstraße, sie dürfen sie nicht einnehmen! Dieser hörte dies und rief zurück: Dann nicht zwingen! Beide kämpften sich durch die Massen und Heracmarcus warf einen Soldaten in die gewünschte Richtung, um eine Schneise zu schaffen, als auf einmal merkte, wie ein verbündeter Troneiner ebenfalls so vorbeirauschte, zwar mit weitaus weniger Kraft, aber dennoch nicht gerade sanft. Ein Blick in die Richtung, aus der Soldat geflogen kam, offenbarte die Ursache für das schnelle Vordringen an dieser Stelle. Ominousos kämpfte dort an vorderster Front und hatte nun die letzten Hürden an Soldaten überwunden, weswegen er rief: Stürmt das Schloss! Der Weg ist frei! Ein Troneiner rief dazu:
Sie haben die Hauptstraße. Zieht euch zum Schloss zurück. Woraufhin der Rückzug der Thronainer begann. Auch Ominusos wollte losstürmen, als er seine Füße in Bewegung setzte und feststellte, dass er nicht vorankommen wollte. Ein Blick zurück an dem ihn umströmenden Thronainer vorbei, die eng von den Spastaner verfolgt wurden, offenbarte den Grund. Heracmarcus hielt ihn an seinen Umhang fest und blickte ihn streng an, während der einen sich von hinten anschleichenden Soldat mit einem schnellen Schlag nach hinten ausschaltete, bevor er zu Ominusos sprach. Du also, was soll der Unsinn? Was wohl? Ich erfülle die Aufgabe! Während sie sprachen, sammelten sich bastanische Soldaten um die beiden, zu denen Ominusos hart sprach. Stürmt weiter vor! Um den kümmere ich mich alleine! Das ist was Persönliches! Die Soldaten gehorchten und rannten in Überzahl an den beiden vorbei und ließen sie so auf den zerstörten Marktplatz zurück, um den herum vieles brannte. Pamphaudus war den Thronainer gefolgt, um Gailena vor den Angreifern zu schützen, wobei er jedoch beim Gedanken an sie nicht mehr klar denken konnte und so übersah, dass ihr kein Leid zugefügt werden würde, egal wie der Angriff ausgehen mochte. Was er allerdings nicht wissen konnte, war, dass es einen geheimen Ausgang aus dem Schloss gab, welcher direkt an die Küste führte. Als Primatus bemerkt hatte, dass der Marktplatz aufgegeben werden musste und sich seine Truppen in das Schloss zurückzogen, wählte er für sich und seine Geliebte die Flucht, beeindruckt von den vielen Gegnern. Während sich der Herrscher Thronains so langsam mit seiner Geliebten heimlich aus dem Schloss entfernte, darauf hoffend, dass er eines der Schiffe des Gegners entern und mit diesen entfliehen konnte, versuchte Pamphaudus gemeinsam mit den thronainischen Soldaten das Schlosstor zu halten. Die Position erwies sich als günstig zu verteidigen, da trotz einer gegnerischen Überzahl nur wenige dieser Soldaten gleichzeitig angreifen konnten und so der Rücken und die Flanken geschützt waren. Zudem unterstützten Bogenschützen auf den Mauern die Verteidiger mit Pfeilseifen auf die Gegnermassen. Mit der Sichel wild um sich schwingend, jedoch achtsam, nicht die eigenen Soldaten dabei zu erwischen, blockte er die Angriffe der Spastane. Vor allem gegen die Lanzen schien die Sichel sehr effizient zu wirken, denn durch ihre geschwungene Form war es den Pfauen möglich, die Lanze hinter der Klinge abzufangen und sie festzuhalten und selbst ihre Bewegung nach seinem Willen zu lenken und mit ihr den an ihr befindlichen Soldaten. So fielen viele der Spastane, ohne dass die Thronainer große Verluste einzustecken hatten. Doch wie lange mochte Pamphaudus noch durchhalten? Auch wenn er geschickt im Kampf war, so war dies doch nicht seine Art, dem Problem zu begegnen. Und daher schwand mit jedem besiegten Soldaten auch ein Teil seiner Kondition. Er wusste, wenn nicht bald etwas passieren mochte, so wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis er vor Erschöpfung aufgeben musste und sein Leben verwirkt wäre. Daher hoffte er auf ein Wunder und glaubte an eine Rettung. Doch woher sollte sie nur kommen? König Primatus hatte derweil den Ausgang des Geheimgangs gefunden. Nur mit einer Fackel erhellte sich der dunkle, geschwungene Gang, in den es von Spinnenweben und Moosen nur so wimmelte. In der Dunkelheit schien er gar endlos und Gailena, die ihr Händchen haltend hinter sich herzog, schien verzweifelt und wimmerte. Auch Primatus fühlte sich nicht wohl, war der Gang doch viele Jahre nicht benutzt worden. Doch ein vertrautes Geräusch ließ ihn Hoffnung schöpfen, das sanfte Plätschern der Wellen an den Strand. »Ich höre das Meer. Wir müssten nahe dem Ausgang sein.« sprach er erfreut zu Gailena, wobei er hinzufügte, während er sich langsam weiter zu den Geräuschen bewegte. »Ich hatte schon Bedenken, der Gang wäre eingestürzt oder dergleichen, da er so viele Jahre nicht in Benutzung war. Ich erinnere mich, dass Spastus und ich einmal in ihm Bergmann gespielt hatten, als wir noch Kinder waren. Mein Vater hatte uns dann erwischt und es gab eine Menge Ärger. Er meinte immer, wenn man einen Geheimgang immer benutzen würde, dann wäre er schon bald nicht mehr geheim. Allerdings glaube ich vielmehr, dass er sich eher um mich Sorgen gemacht hatte, dass mir etwas zustoßen könnte, wie dass die Erosion gerade ihr Werk vollenden würde, wenn ich mich im Tunnel befand.« Während er das Gailena erklärte, die sich dermaßen unwohl fühlte, dass sie das Gefühl hatte, ihre Zunge wäre taub gewesen, weshalb sie nichts entgegnen konnte und wollte, kam der Ausgang der Höhle in Sicht. Schnell löschte Primatus die Fackel, um nicht Gefahr zu laufen, dass einer der eventuell draußen befindlichen Wachen, welche bestimmt die Schiffe bewachen sollten, ihn entdeckte und daher sprach er zu Gailena. »Ab jetzt müssen wir vorsichtig sein. Spastus wird seine Schiffe sicher nicht unbewacht gelassen haben. Verhalte dich also still und folge mir dicht.« Er näherte sich dem Ausgang, durch den das Mondlicht einfiel, und spähte achtsam hinaus. Der Strand war nicht einmal 100 Meter entfernt, und fast überall lagen die großen Kriegsschiffe an diesen vor Anker.
Einige Fackeln schienen an Bord der Schiffe umherzuwandeln, sicher Wachen, welche auf und ab gingen. Es waren nur 2 Wachen pro Schiff, ein Risiko, das durchaus tragbar war, weshalb er sich mit Galena langsam aus der Höhle begab, um sich zu einem der Schiffe zu schleichen, dessen Planken zum Strand hinlagen. Auf halbem Weg blieb er plötzlich stehen, denn er vermutete, ein Geräusch in der lauen Abendluft zu hören. Er lauschte, doch zuerst hörte er nichts, als plötzlich ein lautes Poltern unter ihm zu vernehmen war. Ein überraschter Blick nach hinten offenbarte die Ursache. Ein Steinschlag fiel herunter und begrub den Ausgang der Höhle und damit den einzigen Fluchtweg. Auf einmal war ein lautes Lachen zu hören, das von oberhalb auf einer kleinen Anhöhe des Berges, in dem sich die Höhle befand, des Ausgangs zu kommen schien.